Also Zverodic ist ein sehr, sehr kässiges Spiel da heute. Wie war es für dich auf dem Platz gewesen? Ja, wir wussten, es wird ein schwieriges Spiel. Es wird eine grosse Herausforderung für uns. Ich denke, die gehen ja, mit ein bisschen Glück in die Führung, aber wir haben unsere Möglichkeiten, wir haben sie auch heute gemacht, wo wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und ja, es ist eine bittere Niederlage für uns. Und, aber ich denke, wir müssen unsere Schlüsse da drauf ziehen und jetzt das nächste Spiel in Angriff nehmen. Nach einer Serie mit 10 Spielen ohne Niederlage müssen wir heute leider wieder als Verlierer vom Platz. Wo siehst du konkret Gründe heute? Ja, ich denke, heute geht es nur über Zweikampf, Biss, Wille, weil Vaduz auch in einer schwierigen Situation ist und ich denke, wir müssen trotzdem unsere Möglichkeiten und immer machen und wenn man sie nicht macht, ja, dann ist es so. Aber ich denke, wir können auch, wie soll ich sagen, auf Deutsch gesagt, ein bisschen blöd in den Rückstand und ja, darf es nicht passieren. Aber eben, wir müssen das auch analysieren und jetzt geht es weiter. Wir haben das erste Mal seit Monaten selber kein Goal geschossen. Was hat es so schwer gemacht? Das hat es so schwer gemacht. Wir haben sie einfach nicht gemacht, wir haben diese Chance gehabt. Ich sage, wir haben 200-300-Prozentige, die man machen muss. Ja, so ist Fußball, aber jetzt ist gut, jetzt müssen wir uns alles hinterfragen. Es ist ein bisschen, jetzt 10 Spiele keine Niederlage gehabt und jetzt gibt es wieder Niederlage. Und ich denke, das wird, ja, ist ein kleiner Rückschritt, aber ich denke, wir müssen uns wieder fangen und wir werden uns wieder fangen und dann geht es weiter. Danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Die Kramen, eine 0-2-Niederlage hier auswärts gegen Vaduz. Was hat heute gefehlt von unserer Seite? Ja, ich habe sehr viel Vorwurf in der Mannschaft nicht machen. Wir haben bis zum Schluss probiert, Ausgleich zu erzielen. Etwas, was man sicher trotzdem anreden, ist, dass man das Vaduz ein bisschen aggressiver ins Spiel gegangen ist. Wir haben uns zwar das vorgenommen, dass wir das auch wollen und haben auch gewusst, dass aufgrund, dass sie eigentlich auf den letzten Platz jetzt abgerutscht sind, dass sie sich heute sicher extrem werden wären und das ist dann auch gesehen und dort habe ich das Gefühl gehabt, ist von dort sicher ein bisschen aggressiver gewesen und das ist das, was mich auch ein bisschen nervt heute, aber sonst, wir haben in der ersten Halbzeit ein paar gute Chancen rausgespielt, wo wir müssen ein Goal machen, auch in der zweiten Halbzeit und über das ganze Spiel gesehen, denke ich, ist es ein ausgeglichenes Spiel gewesen, aber heute halt mit dem Sieger Vaduz. Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein sehr, sehr kässiges Spiel, auch mit einigen fragwürdigen Entscheidungen. Wie hast du die Phase vom Spiel empfunden? Ja, klar, aber ich meine, sie haben sich heute viel vorgenommen, weil sie halt nicht dort sind, wo sie sich vorstellen tun. Und dann ist auch klar, dass sie über die Aggressivität gehen. Und auf das haben wir uns eigentlich auch vorbereitet. Und dass es halt dann hier ein bisschen kässig werden kann zwischendurch. Auf das haben wir auch vorbereitet sein. Und ich glaube nicht, dass das am Schluss der Grund war. Oder dass wir jetzt hier dürfen, dass das Grund nehmen. Wir haben in den letzten Wochen auch gesehen, was es heisst, wenn man zusammensteht, solidarisch ist und aggressiv ist, dass man dann Punkte tut. Und von dem her haben wir auch gewusst, was uns erwartet. Wir können sie 5 Tage schon besser machen. Spielen wir daheim gegen den Leader Servette. Was wünschst du dir für das Spiel? Ja, dass wir das so schnell möglich abhaken. Wir müssen akzeptieren, dass wir heute wieder mal verloren haben, auch wenn es schwerfällt und es auch nicht unbedingt nötig ist. Aber wir müssen nach vorne schauen und uns optimal vorbereiten und dann freuen wir uns auf den Match gegen Servette. Danke vielmals.